Selbstbestätigung. Jeder braucht sie. Aber ist es der Weg zum Glück oder zum Unglück? Genau darum geht's heute. Vom Stresspreneur zum Chillpreneur. Lerne entspannt erfolgreich zu sein. Weil Stress kein Statussymbol und Burnout kein Standard sein darf. Diese Woche habe ich einen super spannenden Artikel gelesen, und zwar ging es um das Thema Selbstbestätigung, also die Bestätigung von außen. Und eine Sache ist mir direkt aufgefallen, weil der Autor hat geschrieben, wir alle, also ausnahmslos alle Menschen suchen die Bestätigung von außen. Okay, erstmal denke ich so, huch, ist ganz schön schwierig, weil die Bestätigung von außen ist ja meistens der Weg ins Unglück, wie man es hört. Also, wie kann das jetzt sein? Wollen wir wirklich alle die Bestätigung von außen oder nicht? Oder wie schaut das genau aus? Also habe ich mich die letzten Tage intensiv mit dem Thema beschäftigt und es sind ein paar Dinge die Woche passiert. Da wirst du gleich feststellen, das Thema passt perfekt in diese Woche. Erstens hoffe ich natürlich, dass du einen wunderschönen Feiertag hast, wenn du die Episode direkt am 3. Oktober hörst und dass bei dir das Wetter etwas angenehmer ist oder du auch einfach mal wieder in die Pfützen springst und dabei natürlich deinen, ich nenne es jetzt mal ganz frech, Lieblingspodcast hörst. Also sprechen wir über das Thema Selbstbestätigung bzw. Bestätigung von außen. Zu Zeiten des Säbelzahntigers war es ja extrem gefährlich, alleine zu sein. Wenn ich da alleine auf der Flucht war, alleine beim Essen war, alleine in meiner Höhle saß, war das ganz schön gefährlich. Warum? Naja, wir brauchen ja unsere Gruppe um uns herum. Wir brauchen jemanden, der mit uns kämpft, der mit uns Feuer macht. Vielleicht einer, der aufs Kind aufpasst, der andere, der das Essen sucht. Der Kind, da wären wir schon beim Thema, auch zum Fortpflanzen brauchst du mindestens einen anderen Menschen. Also du siehst, ja, wir Menschen sind schon immer darauf getrimmt, sage ich mal, Teil einer Gruppe zu sein. Also wir wollen Teil etwas Größeren sein und zu etwas dazugehören. Aber heutzutage ist es ja ganz oft so, dass dir auch Social Media und sonstige Influencer und was weiß ich nicht alle Gurus und Events erzählen, es ist einfach nur du selbst und Hauptsache du bist quasi die Person, die dir am nächsten ist. Und wenn das passt, dann ist alles cool. Ja, ganz ehrlich, ganz, ganz schwierige Aussage. In meinen Augen komplett falsch. Ich werde dir auch verraten, warum. Also wir gehen darum ins Thema Gruppe rein. Ich will Teil einer Gruppe sein, ja. Aber will auch die Gruppe, dass ich ein Teil von ihr bin? Das ist ja die nächste Frage. Weil ich kann nicht einfach beschließen und sagen, ach, da gefällt's mir, zu denen gehe ich dazu. Nee, vielleicht denken sich die anderen, ja, also richtig cool finden wir die jetzt nicht. Aber wenn sie halt da ist, na, mal schauen, ob wir sie dabei lassen. Also, es müssen zwei Dinge passen. Du bist Teil einer Gruppe und die Gruppe muss dich mögen, dass du Teil sein darfst. Denn man sagt ja, people follow people. Aber das ist falsch. Weil weißt du, was korrekt ist? People follow happy people. Also Menschen, die glücklich sind, die was Positives ausstrahlen, die sind viel leichter Teil einer Gruppe und werden viel einfacher aufgenommen. Deswegen ist es natürlich schon wichtig, was denken denn die anderen über uns? Wie können wir das haben, dass wir diesen Überlebenstrieb, den wir haben, einer Gruppe anzugehören, also Teil etwas Größeren zu sein? Was müssen wir jetzt haben, damit das klappt? Na, zuerst einmal ist es wichtig, dass du deinen Selbstwert nicht darüber abhängig machst. Dass du nicht sagst, ach, mal schauen, wer mich nimmt, wo ich dazugehöre und dann bin ich so oder so cool oder dann habe ich den oder den Wert. Nein, dein Wert ist dein Wert. Und den kannst nur du dir geben. Das ist so wichtig. Ich gebe dir ein Beispiel mit auf den Weg. Am Freitag, letzten Freitag, hatte ich ein Date auf der Wiesn. Ich habe mich gerichtet, ich hatte echt einen coolen Lippenstift, schöne Nägel, Dirndl, alles top. Und ich muss echt sagen, mir hat es richtig gut gefallen. Ich fand mich richtig schön. Dann habe ich mir echt noch überlegt, bevor ich die Nägel lackiert habe, lackiere ich mir die Nägel oder nicht? Dann dachte ich mir, ja, ich lackiere sie mir. Aber nicht fürs Date, sondern für mich, weil ich jetzt Bock drauf habe, dass die auch wieder rot sind. Ich habe sehr gerne, wenn ich bunte Nägel habe oder lackierte Nägel, immer rot. Und die Farbe hat der Nagellack hat genau die gleiche Farbe wie mein Lippenstift. Und da war mir klar, läuft, heute habe ich da Bock drauf. Also habe ich das gemacht und er hat sich auch noch gemeldet, als ich mich fertig gemacht habe. Boah, voll schön, er freut sich schon auf gleich und er holt mich dann da und da ab. Beziehungsweise er meldet sich nochmal genau, aber 18 Uhr geht's los. Okay,
kurze Story oder Long Story Short vielmehr. Ich bin hingegangen. Ich bin vorher auch extra, ich habe ihm schon gesagt, ein bisschen später wäre gut, vielleicht 19 Uhr, weil ich bin noch mit einer Freundin unterwegs. Und sie hat zu mir gleich gesagt, hey, ich will nicht ins Zelt, ich möchte nur draußen in den Biergarten oder drüber laufen. Dann dachte ich mir, ey, passt doch perfekt, wenn das jetzt alles heute am gleichen Abend ist, wunderbar. Dann laufen wir ganz entspannt über den Platz, gehen ein bisschen in den Biergarten. Und irgendwann, wenn sie sagt, hey, sie möchte heimgehen, und er sagt, hey, sind wir ready, dann starten wir durch. Das heißt, ich war schon auf der Wiesn, er war schon auf der Wiesn, er wollte mich irgendwann abholen. Ja, er ist nie erschienen, er hat sich nicht mehr gemeldet, die Nachrichten haben nur noch einen Haken, was soll ich sagen, Ghosting hoch 10. Wie bin ich jetzt damit umgegangen? Natürlich hätte ich unfassbar traurig sein können und wäre enttäuscht gewesen und nur für den habe ich mich so gerichtet und nur für Stace sah ich so gut aus. Aber ganz ehrlich, nein, ich sah so gut aus, weil ich Bock drauf hatte. Und ich war trotzdem auf der Wiesn und ich habe auch Freibier bekommen, weil, ich meine, ganz ehrlich, es war einfach ein cooler Abend. Und ja, ist es traurig und ja, ist es total schade, was in dieser Welt abgeht, wenn es ums Thema Commitment geht. Wenn ich vorher noch anrufe und sage, boah, ich freue mich voll schön, nachher sehen wir uns. Und dann erscheine ich nie wieder und melde mich auch nie wieder. Ja, nicht nur an dem Abend, sondern auch die Folgetage nicht mehr. Ja, es wäre doch voll okay zu sagen, sorry, ich habe doch keinen Bock. Oder das passt nicht. Oder ey, nee, bleibt mir gestohlen. Alles okay. Aber nun denn, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber es beeinflusst das Thema Selbstwert, Selbstbestätigung. Jetzt hätte ich natürlich denken können, oh, Schande, ich habe was falsch gemacht. Irgendwas habe ich falsch gemacht, war vielleicht nicht zuverlässig, nicht dies, nicht das. Und ich bin ein Freund davon, wirklich zu überlegen, wo kann ich was ändern? Wo kann ich mich entwickeln? Wo kann ich etwas lernen oder in der Zukunft anpassen, verändern? In dem Fall konnte ich nichts ändern. Und das war genau das Komische, weil ich mag es, etwas rauszuziehen und zu lernen. Deswegen, wenn jemand sagt, du, sorry, heute um 16 Uhr hatte ich noch voll Bock, dich zu treffen, hat sich ja auch den jeden Tag gemeldet, frühs, abends, schlaf gut, guten Morgen, blablabla. Aber jetzt um 17 Uhr, nee, sorry, doch kein Bock mehr. Okay, komisch, aber dann ist es so. Sich einfach gar nicht mehr zu melden, könnte dich ja jetzt in ein Loch bringen zu sagen, puh, bin ich das wert? Habe ich da was vermasselt? Liegt's an mir? Nein, nicht alles liegt an dir. Weiterentwicklung, super. Dinge dazu lernen, super. Aber nicht alles liegt an dir und das ist so wichtig. Fall nicht direkt in die Opferrolle und sag, oh Gott, es ist so schlimm und so traurig und alles doof. Ja, natürlich darf man sich kurz aufregen, sich denken, hey du Honk, ganz ehrlich, warum machst du dir so eine Mühe, meldest dich jeden Tag, rufst an und so weiter und jetzt nicht erscheinen und sich nicht melden, für was der ganze Aufwand. Aber stell dir vor, du hast einen 20-Euro-Schein oder nehmen wir einen 50-Euro-Schein. Stell dir vor, du hast einen 50-Euro-Schein. Hättest du Bock, dass ich dir den jetzt schenke? Der liegt so zwischen uns im Gespräch. Und ich frage dich, hey, möchtest du diesen 50-Euro-Schein geschenkt bekommen? Sehr wahrscheinlich würdest du sagen, ja, natürlich. Was für eine Frage, nehme ich gern. Stell dir vor, ich nehme jetzt diesen Schein und knülle ihn zusammen. Und frag dich, möchtest du immer noch diesen zerknüllten Schein haben? Was würdest du sagen? Sehr wahrscheinlich würdest du sagen, ja, der ist zwar jetzt ein bisschen knitterig und geknüllt, aber hey du, 50 Euro haben oder nicht haben. Stell dir vor, ich lasse den Schein jetzt fallen und drehe mit meinem Schuh drauf, dass der so richtig auch schmutzig wird. Heb den wieder auf und dann frage ich dich wieder, hey, möchtest du diesen Geldschein haben? Möchtest du die 50 Euro jetzt haben oder nicht haben? Wahrscheinlich wirst du sagen, pff, ja gut, der sieht jetzt nicht mehr aus wie neu. Aber wie gesagt, haben oder nicht haben, 50 Euro, du, ganz ehrlich, wenn du sie mir schenkst, gerne. Und jetzt versuch dieses Beispiel auf dich selber zu übertragen. Manche werden versuchen, dich zu zerknüllen, zu knittern, auf dir rumzutreten, dich schmutzig zu machen. Menschen werden dich behandeln, wie du es nicht für richtig hältst, wie du es nicht erwartet hättest. Aber wie viel war der Schein wert, als ich ihn dir das erste Mal angeboten habe? 50 Euro. Wie viel war er wert, nachdem ich ihn zusammengeknüllt und geknittert habe? 50 Euro. Wie viel war genau der gleiche Schein wert, als ich wirklich drauf getreten habe und den schmutzig gemacht habe? Wieder 50 Euro.
Und genau so ist das bei dir. Dein Selbstwert ändert sich nicht, was andere mit dir machen. Und das ist das Bild, das ich mir wünsche, wenn du nur eines heute aus dem Podcast für dich mitnimmst. Dann denk daran, wie dieser 50-Euro-Schein. Es gibt Menschen, die werden dich knüllen. Es gibt Menschen, die wollen dich knittrig sehen. Es gibt Menschen, die werden auf dir rumtrampeln. Aber dein Wert bleibt immer der gleiche. Dein Selbstwertgefühl sinkt nicht, weil andere dich so behandeln. Nein, du gibst dir dein, wie es der Name sagt, Selbstwert, Selbstbestätigung. Wenn du sagst, ja, in der Theorie verstehe ich das, aber es fällt mir ganz schön schwer. Naja, dann fang an, dein Selbstgefühl zu boosten. Tu Dinge, auf die du stolz sein kannst und schreib's dir auf. Wenn du sagst, hey, ich habe das erreicht, mega cool. Oder ich habe das endlich erledigt, mega cool. Tu es nicht ab und denk dir, zum Beispiel gestern, ganz spannendes Beispiel. Ich habe das Buch verschickt an eine neue Location, wo es im Herbst eine Lesung von mir geben wird, hier im Münchner Raum. Und ich habe das Buch geschickt und für mich ist das normal, ich verschicke jeden Tag Bücher. Und ich habe mein Buch seit, keine Ahnung, Monaten, Jahren in der Hand, ne? Es ist halt mein Buch. Dann schickt sie mir eine Nachricht, eine Sprachnachricht, wie der Hammer das ist und wie cool. Und ich habe da ein Buch und mega das schöne Cover und es ist ja total stylisch und wie krass das ist. Und man muss es ja schreiben und Korrektur lesen und dann muss man das ja drucken. Das ist ja der Wahnsinn. Weißt du, was ich mir im ersten Moment dachte? Ich dachte mir, hä, ist halt mein Buch. Halt, so habe ich halt geschrieben, habe ich gemacht. War es ends viel Arbeit? Ja. Habe ich es gern gemacht? Ja. Aber ist halt mein Buch. Dann dachte ich mir, hey Patti, stopp, zoom hier mal kurz raus, hör dir das nochmal an und wenn jetzt diese Nachricht deine beste Freundin erhalten würde, würdest du dann auch sagen, ja komm ey, du hast halt ein Buch geschrieben, das ist halt das Feedback. Nein, ich als Patti würde sagen, hey Freundin XY, wie cool, guck mal, da gibt dir jemand Feedback und feiert's voll und macht auch noch eine Lesung mit dir, das ist ja der Hammer. Genau darum geht's. Tu Dinge, auf die du stolz bist und tu sie nicht runter. Spiel sie nicht runter. Schreib's dir auf und freu dich daran. Vielleicht bist du auch verunsichert wegen deines Umfelds. Vielleicht sind die Menschen, die du jetzt gerade aktiv um dich rum hast, etwas herausfordernd und geben dir nicht so gern den Credit. Also nicht, dass sie sagen, hey, das kannst du gut, sondern dass es vielleicht Menschen sind, die dich eher runterziehen oder eher verunsichern. Vor Jahren, ich war ja sehr lang auch in einer geschäftlichen Relationship und mein Geschäftspartner hat genau gewusst, dieses Spiel zu spielen. Jahrelang hat er mir gesagt, hey, du hast alles drauf, du könntest dich echt auch ganz allein selbstständig machen, ohne dass wir zusammen die Firmen aufbauen. Ja, also du würdest halt echt schnell bankrott gehen und du würdest es echt nicht durchhalten. Aber du, ich kenne auch Insolvenzverwalter, also ich kann dir da dann wieder raushelfen. Aber probier es gern mal, also ich glaube jetzt nicht, dass du es schaffen würdest, aber wenn du es probieren möchtest, dann mach doch mal. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mit 18, 19, 20 Jahren, was dachte ich mir dann natürlich? Da dachte ich mir, um Himmels Willen, ich werde die Finger davon lassen. Ich kann es ja eh nicht. Also, was habe ich getan? Es hat lange gedauert, aber ich habe dieses Umfeld eliminiert. Diese Menschen, die so mit mir sprechen und zu mir sagen, nee, also du kannst es gern probieren, aber eigentlich kannst du es eh nicht und es wird eh ganz schnell bankrott gehen. Aber du, 90% der Startups in Deutschland gehen ja hops, das ist doch ganz normal, da musst du dich nicht für schämen. Ey, sorry, heute, wenn so jemand mit mir reden würde, der könnte sich aber schnelle Schuhe anziehen und vor mir weglaufen, das sage ich dir. Warum? Weil ich heute meinen Selbstwert kenne. Einerseits persönlich, aber auch im beruflichen Sinne. Ich weiß, was ich kann, für was ich stehe. Damals hatte ich das nicht. Wenn du also heute hier den Podcast hörst und dir denkst, oh Mann, ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich kann dir helfen. Das ist das Schöne. Ich weiß, wie es dir geht und ich kann dir helfen, genau da rauszukommen. Ich packe dir den Link zum kostenlosen Kennenlern-Call auch in die Shownotes. Lass uns gemeinsam drüber sprechen und explizit an die Sache rangehen, damit sich was bei dir ändert. Denn ich sag's dir, das Leben mit dem verunsichernden Umfeld, hey, es macht nicht mal halb so viel Spaß, wie man ein geiles Umfeld hat, wenn man Selbstwert hat und vor allem viel Selbstliebe für sich hat. Da gibt's noch einen weiteren Tipp von mir. Wenn du da immer wieder an dir zweifelst, schreib dir Affirmationen auf. Schreib dir auf, ich bin erfolgreich oder ich bin eine erfolgreiche Autorin oder ich habe einen erfolgreichen Podcast. Was auch immer es ist, vielleicht sagst du auch, ich bin die nächste Marathonläuferin. Es kann sein, was du möchtest, dein Ziel.
schreib es auf. Und schreib dir nicht nur auf, was möchtest du erreichen, sondern auch, auf was bist du stolz. Zum Beispiel gestern, ich habe mir dann echt aufgeschrieben, ach wie schön, ich bin so richtig stolz, dass mein Buch Punkt A existiert, dank meiner Arbeit. Und Punkt B, dass sich die Menschen so darüber freuen. Das ist so schön. Das kann niemand anderes aufschreiben, weil genau dieses Buch habe nur ich geschrieben. Also ist es meine Affirmation. Und noch einen weiteren Tipp. Das war in der letzten Woche auch sehr spannend, weil eine Freundin gefragt hat bei einem großen Event, was soll sie denn anziehen? Und das ist jetzt schon ein Thema, das geht schon seit einiger Zeit hin und her. Und ich bin ehrlich gesagt ein Freund davon, entscheide dich irgendwann. Ich entscheide mich sehr schnell. Auch Menschen, die mich kennen, wenn es ums Thema zum Beispiel Shoppen geht. Alles klar, ich gehe hin, ich schaue mir das an, ich ziehe einmal an, aus, fertig und dann habe ich mich entschieden. Ich habe auch eine Freundin, bei der ist das ganz anders. Mit ihr kann man shoppen gehen, sie sieht alles fünfmal an, überlegt sich da nochmal, hängt es nochmal hin, nimmt es nochmal mit, überlegt sich es nochmal, fragt dann auch nochmal. So, vorhin fandest du es ja gut. Findest du es immer noch gut oder nicht so gut? Wo ich mir denke, also ganz ehrlich, wir haben jetzt schon 100-mal drüber geredet gefühlt heute. Jetzt nimm das Ding mit oder lass es hängen, aber entscheide dich. Und das ist genau der nächste Punkt. Selbstwert. Und Selbstbestätigung existiert dann, wenn du selber für dich Entscheidungen treffen kannst und es nicht auf andere abwälzt. Kommen wir zurück zu dem Beispiel mit der Bekannten, die jetzt gerade eben ein Outfit raussucht. Das erinnert mich nämlich selber, ich habe das auch mal vor 5, 6 Jahren gemacht, war mir auch ganz wichtig und ich habe ganz viele Menschen gefragt. Und weißt du, was dabei rausgekommen ist? Jeder, beziehungsweise jede, hatte eine andere Meinung. Er hat sie das an. Oh nee, das ist zu grell. Zieh das an. Oh nee, zieh auf jeden Fall das an. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe 10 Leute gefragt und am Abend hatte ich 10 verschiedene Meinungen. Gefühlt 20 verschiedene Meinungen. Warum? Weil ich habe nicht auf mich gehört. Ich war mir selbst nicht sicher genug, was möchte ich tragen? Was möchte ich haben? Was möchte ich verkörpern? Sondern ich habe diese Entscheidung nach außen getragen und wollte es jemand anderem überlassen, dass er das für mich entscheidet. Und genau darum geht's, zu akzeptieren, mein Selbstwert, meine Entscheidung, meine Selbstliebe, meine Selbstbestätigung. Wenn du jetzt Hammer aussiehst, zum Beispiel wie ich am Freitag, freue ich mich, wenn mir jemand sagt, boah, hey, du schaust ja super aus. Na klar freue ich mich darüber, hey, cool. Aber habe ich mich so gerichtet, nur dass jemand anders sagt, oh, du schaust aber toll aus? Nein. Darum geht's, zu erkennen, was machst du für dich selbst, was machst du für andere. Du darfst dich über Komplimente freuen, auf jeden Fall. Und du sollst es auch genießen, wenn dir jemand ein Kompliment macht. Nur wenn du davon abhängig bist, was jemand anderes von dir denkt oder über dich denkt, dann wird es gefährlich und vor allem dann wirst du unglücklich. Also wir fassen zusammen. Selbstbestätigung suchen wir uns alle. Bestätigung von innen, Bestätigung von außen, das ist komplett normal. Die Frage ist, in welchen Dimensionen sprechen wir hier? Freust du dich, wenn dir jemand ein Kompliment macht? Super. Bist du total egoistisch unterwegs und dir ist ganz egal, was alle anderen sagen? Nicht super, so gar nicht super, im Gegenteil. Es geht wieder um diese Balance. Freue dich, wenn dir jemand ein Kompliment macht, aber zum Beispiel jetzt bleiben wir mal bei diesem Date-Outfit vom Freitag, aber richte dich nicht nur deswegen, weil jemand anderes was Tolles sagen könnte, sondern mach es für dich. Erkenne deinen Selbstwert. Wie gesagt, wenn du nur eine Sache heute aus dem Podcast mitnimmst, denk dran, wie das mit dem 50-Euro-Schein war. Wenn er zertreten war, zerknittert war, schmutzig war, er hatte immer den gleichen Wert. Und ich wette, du hättest jedes Mal gesagt, du schenkst ihn mir, ich nehme ihn natürlich. Warum? Weil der Wert immer gleich ist, egal wie ich davor damit umgegangen bin. Und so ist es auch bei dir. Ich wünsche dir so viel Spaß die Woche, dich einfach mal mit dir selbst auseinanderzusetzen. Was ist dein Selbstwert? Worauf bist du stolz? Und auch so ein bisschen beobachten. Von wo holst du dir Selbstbestätigung, beziehungsweise Bestätigung von außen? Wo kannst du dir selbst die Bestätigung geben? Und dann booste dein Selbstwertgefühl. Tu Dinge, auf die du wirklich stolz bist, auf die du sagst, Mensch, cool. Manchmal muss man das auch nochmal überdenken, so wie ich mit dem Buch. Nicht erst sagen, ach ja, mein Buch, hey, verschicke ich jeden Tag. Nein, das ist übrigens mein letzter Tipp heute in der Episode. Der erste Gedanke kann manchmal ein sehr krasser Kritiker sein. Deswegen denke nochmal. Wenn du dir denkst, ach, ja, das Buch hat ja eh jeder, kennt jeder. Nein, nochmal,
Patti, zurück, denk nochmal neu. Krass, da freut sich jemand. Warum? Weil ich das Buch geschrieben habe und es so schön verschickt habe. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Montag wiederhören. Das war's für heute. Vom Stresspreneur zum Chillpreneur. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mit Tipps, wie du Stress besser verstehst und vor allem, wie du deine Ziele erreichst, ohne dich kaputt zu schuften. Weitere Infos findest du auch auf www.der-chillpreneur.de oder auf Facebook und Instagram @der.chillpreneur.